Hallo, liebe Radsportfreundin. Kurzer Eindruck davon, wie es hier jetzt aussieht. Hier habe ich gerade mein Frühstück eingenommen. Mein Zelt habe ich zum Glück noch im Trocknen abgebaut. Heute ist ja der 8. Tag meiner Reise. Ich werde jetzt alles zusammenpacken und dann gibt es meine Radelsachen an. Und dann sage ich mal Tschüss. Ja, regendicht verpackt geht es jetzt los. Am 8. Tag meiner Tour. Jetzt geht es zunächst mal Richtung Halberstadt. Von Halberstadt geht es dann weiter Richtung Wernigerode. Ich hoffe mal, der Regen wird jetzt aufhören bald. Dann wäre das nicht schlecht. Auf dem Campingplatz, das ist ja auch mehr ein Bootsverleih, Kanu-Bootsverleih, habe ich jetzt gar nichts bezahlen müssen. Das ist natürlich super. War zwar nicht so komfortabel, was die Duschen und so weiter betrifft, aber reichte völlig aus. Man hatte eben noch einen überdachten Sitzplatz und also Camping an der Bode heißt das. Unter dem überdachten Sitzplatz konnte ich alles schön trocken zusammenpacken, konnte da frühstücken. Das war so klasse. Wenn man nicht weiß, wo das ist, würde man das nie finden. Aber so ist das halt mal bei solchen Bootsverleihen mit Campingmöglichkeit. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Der Campingplatz, der ist in Gröningen, ganz kleiner Ort. Da bin ich jetzt noch. Es regnet jetzt nicht mehr so doll, es stippelt so ein bisschen. Ich bin zwar voll eingekleidet mit meinen Regensachen, fahre ich ein bisschen langsamer, dass es mir nicht zu warm wird. So, vorne sehe ich schon die Berge. Ich komme ja jetzt auch Richtung Harz. Ja, so lässt sich schön fahren. Ist nicht windig. Also, auf geht es! Ich bin jetzt in Halberstadt. Landkreis Harz. Ich fahre jetzt mal kurz zum Dom. Hier ein nettes Häuschen. Weiter geht's zum Dom. Das ist ja super schön. Gleich mal in die Mitte. Das wird wohl eine Kirche sein. Der Dom ist nämlich so, wie ich das gesehen habe, auf der anderen Seite. Oh, okay. Dann mache ich mich mal wieder vom Acker. Ja, ich fahre jetzt wieder aus Wernigerode, aus Halberstadt raus. Jetzt geht es Richtung Wernigerode. Durch diesen Park. Ja, jetzt kenne ich die Wohnviertel von Halberstadt. Ich habe eben mal eine kurze Schleife gedreht. Führte der Weg parallel hier zu dem Weg hier. Aber am Ende war Endstation und ich konnte nicht rüber, dann hätte ich die Felder fahren müssen. Das wollte ich mir dann auch nicht. Jetzt mal gucken. Ja, hier geht's weiter. Auf der Straße.
werde ich hier auf den Hügel runterfahren müssen, die Wiese. Das wäre nicht gut gegangen. Okay. Schöne feuchte Grüße aus Halberscheid. Jetzt geht's nach Feltensmühle. Schiedwetter. Seht ihr das? Naja. Ich bin trocken, mindestens mehr oder weniger, und alles ist warm, das ist auch wichtig. Ja, dann geht es hier durch weite Felder, immer noch im ehemaligen Osten. Jetzt fahre ich irgendwie mal wieder durch Niemandsland, aber lässt sich schön fahren, bis jetzt zumindest. Mal sehen, was mich erwartet. Ich komme wahrscheinlich gleich zur Grenze, denke ich mir. So sieht das aus, wenn man da regnet. Das war ja ein super schöner Park. Wieder in einem kleinen Örtchen. Noch im ehemaligen Osten. Hey. Das sieht ja hübsch aus. Das sieht ja sehr schön. Schön. Geht wieder auf den, an den Bächern entlang. An den sehr schönen Tal. Der sieht sich jetzt schon seit einiger Zeit hin. Und es flattert. Jetzt bin ich wohl, ohne es zu merken, über die ehemalige Zonengrenze gefahren. Da vorne sieht man den Brocken. Das müsste er sein, der höchste Punkt mit dem Turm da oben drauf. Und der Ort, in dem ich jetzt gerade bin, der gehört nämlich zur Stadt Wernigerode. Also gehe ich davon aus, dass ich jetzt die Zonengrenze passiert habe. Schön, dass man es nicht mehr merkt. Super. Das sieht mir so aus, als ob ich jetzt zu dem Rastplatz komme. Zur Roten Mühle. Zu Radler. Ja, da bin ich. Mach mal Pause, heißt das. Das Tattoo für die Rast in der Roten Mühle. Jetzt hat es gerade mal aufgehört zu regnen. Da gab es einen Käsekuchen und einen Pott Kaffee und das Ganze für 4,30 Euro. Hat lecker geschmeckt. Ja, kann man nur empfehlen. Ein bisschen kitschig die Gaststätte, aber das macht ja nichts. Jetzt bin ich in Wernigerode. Und seht ihr es? Die Sonne lacht. Das ist doch nicht schlecht. Oben eine Burg, da ein Schloss. Ah, jetzt muss ich hier abfahren. Ah, dann fahre ich jetzt mal zum Bahnhof. Hier fährt ja die Harz-Querbahn ab. Aber das will ich mir nicht antun bei dem Wetter. Man weiß ja nie, wie sich das entwickelt. Vielleicht sehe ich mal einen Zug. Ach, hier geht es los mit der Schmalspurbahn. Man riecht es schon, die Dampflok. Ja, Wahnsinn. Echt nett. Einfach mal rum. Jetzt wird man. Bitte?
das nicht nett. Geht zum Bahnsteig. Das lohnt sich gar nicht mal, sich das mal anzuschauen. Das ist die Lok. Ja, schauen wir. So, Wernigerode habe ich jetzt verlassen. Die Sonne scheint. Sieht an sich ganz gut aus. Ich überlege mir mal, ob ich mir jetzt gleich mal meine Regensachen ausziehe. Lege ich den Spitzengrat. Hier geht es nämlich noch ein bisschen hoch. Ich fahre jetzt Richtung Goslar. Wissen wollt, wo ich bin? Bin in Drübeck. Kennt wahrscheinlich keiner, kurz hinter Wernigerode. Gerade meine Regensachen ausgezogen. Ich fahre jetzt gerade durch Wittenberg. Weiter geht's nach Bad Harzburg. Hab eben wohl einen Abschweif verpasst, da ging es so schön runter. Da fahre ich jetzt auf einer anderen Strecke. Oh, es hört sich schön. Ich fahre Richtung Bad Harzburg. Es dürften nur 5 Kilometer sein. Jetzt bin ich in Bad Harzburg. Nachdem ich die Höhenmeter angemacht habe, bin ich jetzt ein langes Stück runtergesaust. Ja, vor mir, das sieht ja gar nicht so gut aus. Hoffe mal, ich fahre da links rum. Ja, sieht so aus. Hier fahre ich jetzt durch Oker. Das ist kurz vor Goslar. Jetzt muss ich aber links. Ne, kann ich nachher gleich.